müssen uns aneinander kuscheln. Eisschaben. Schabe das Eis so schnell wie möglich, wenn die Schüssel genau unter dir ist. Unter uns, kapiert? Ja. Also beziehungsweise unter dir. Nur wenn sie unter dir ist, ja, machst du das? Dann musst du aufhören, dann mach ich weiter, weil es gibt ja der nee, Mütze was? Ist. Ich will nur sicher gehen. Mal schauen, ob du es verstanden hast. Ich hab's verstanden. Schöne Polarlichter. Start! Ihr macht mehr, Donkey Kong. Ja, bei mir macht er auch so wenig. Komm schon. Ja, jetzt kann man... Schab, schab, mach, 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 mach. Ende! Jetzt... Oh. Natürlich die. Du hast zu wenig Eis verschabt. Ja, weil ich gewartet habe, bis das Ding unter mir ist. Ja, aber man soll auch nicht zu warten, weil es bildet sich so eine Schneespur und dann kann man, hat man nur immer einen wenn du größeren zu lang Radius. Wenn du genau aufhörst, dann nicht. Ja, deswegen, man soll ja nicht genau aufhören. Doch. Nein. Na, Salty? Ja. Oh, Juno ist auf 1, nicht Donkey Kong. Buhu ist auf 3 und Yoshi ist irgendwie immer letzter. Danke. Aber heißt ja nichts, wie wir alle wissen. Noch 3 schreckliche Runden. Lakito, du Betrüger, was denkst du, wer wird gewinnen? Ja, Yoshi, 70-80% würde ich sagen. Alles klar, dann wirst du einfach mal so eine Goldrille in den Arsch gesteckt bekommen. Oh, das ist ja nett. Die setze ich gleich mal ein. Wir von MDQ blieben unsere Spieler. Ja, das ist auch vollkommen overpowered eigentlich. Viel Spaß. Oh, übrigens, ab jetzt bekommt man 10 Münzen auf den Feldern, weil 6 waren ja noch nicht genug. Ja. Und hier verliert man 10, aber wen juckt's, ihr seid eh alle steinreich. Ja, eben, ja. Oh, by the way, ihr könnt nun 3 Sterne auf einmal kaufen. Ja, gut, dass ich meine Goldrille von Tom bekommen habe. Und weil das noch nicht genug Beschiss war, werde ich ausrasten. Oh mein Gott, schon wieder ein Ultra-Pechfeld. Donkey Kong, willst du ja nicht drauf landen? Wie denn, wenn ich nicht nach vorne komme, du Arsch? Und dass du jetzt eine Sternröhre umsonst bekommst, wo man 3 Sterne auf einmal kaufen kann, zerstört das ganze System dieses fucking Bretts komplett. Ja, gut, das stimmt schon. Also hier hat sich ein DQ sowas von ins Bein geschossen. Alter. Ja, aber gut, dass er den überteuerten Preis zahlt. What the hell? Sterne erhalten! 3! Ja, 3. Und chill mal! Per Item instant hinkommen. Ich komme nicht drauf klar. Ja, mein Schatz. Ich hab. Ist auf die Idee gekommen. 5, oh, super! Der soll jetzt sofort bei mir durchrufen. Das ist wer? Derjenige, der diese Idee hatte, soll mich jetzt sofort anrufen. Das wird er bestimmt machen. Ja, aber man muss zugeben, das ist richtig dumm durchdacht. Beziehungsweise gar nicht durchdacht. Eigentlich müsste das Ziel sein, Dritter oder Letzter zu werden, weil man dann diese Goldrille bekommt. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich von Anfang an nur noch Donkey Kong Würfel genutzt, so. Weil dann habe ich auch das Geld und alles. Ja. Weiß ich fürs nächste Mal, dann bewege ich mich einfach kein einziges Feld. Ja, gib mir die 3. Und
Für 15 Münzen. Für 15 Münzen. Für 15 Münzen gebt euch das. Sterne erhalten! Ich bin wieder ein Schnäppchenjäger. Jetzt bist du Vierter. Der Einzige hat nur 2 Sterne. Das einzig Sinnvolle, was sie in diesen letzten 3 Runden hätten machen können, ist den Sternpreis zu erhöhen. Also halt diese komischen, blöden Kugeln da zu erweitern. Ich habe das alles einfach in den Grund gestoßen. Was soll man dazu sagen, ne? Nix. Gibt leider auch nur 4 Bretter, weil der Dekube keinen Bock hatte, mehr zu entwerfen. Ich dachte am Anfang, es wären 5, aber das 5., was man da ganz oben im Menübildschirm sieht, ist der Juwel, den man bekommen kann. Oder das Juwel. Ja, 4 Bretter sind schon arg wenig. Ja, aber bestimmt kommen noch so DLCs. 15 Euro. 15 Euro, ein Bretter. Machen sie auch so ein Pack. Ja, du kannst ein DLC für 5 Euro kaufen oder 2 für 15. So wie hier in diesem Scheißplatz. Mm. Gleich sehe ich dich zum 5. Mal, Bowser Junior. Ja, gefühlt schon, ne? Gegen Buhu. Bombenminden hatten wir ja schon. Das ist ein schönes Spiel. Der macht gar nichts. Es wirkte zumindest gerade so. Scheiße. Er ist viel besser. Ende. Nee, was? Gleichstand. Wow. Unentschieden. Unentschieden! Oh mein Gott, klingt das lame im Vergleich zu Draw! Ja. Yeah. Von früher. Und jeder bekommt Geld für Unentschieden. Was? Also eigentlich müsste es für Unentschieden gar nichts geben. Meine Zündschnur ist nur noch ganz, ganz kurz. Man kann es nachvollziehen. Ich freue mich schon sehr auf meinen Zug. Seit wie vielen Runden bin ich eigentlich jetzt hier? 7, oder? Oder 6? Läuft. Und warum würfelt Peach? Ach so! Okay, gut. Es sind nur noch 2 Runden. Zum Glück. 142 Münzen, Alter. Kann man hier jetzt irgendwie noch auf die Karte gehen? Nein. Weil ich glaube, ich lande auf das Item.
Das ist mega scheiße gebaut. Hätte ich kaufen müssen, ne? Natürlich. Aber ich komme doch eh noch am Zwielichtenladen vorbei. Außerdem ist es eh nicht so gut, weil ich habe eh nur 35. Ja, gut. Also ich habe es eigentlich genau richtig gemacht, weil nein, sonst hätte ich... Nein, weil es hier teurer ist. Egal. Ich hätte aber dann trotzdem was kaufen müssen. Ja, hier ist eh alles zu billig. Ist egal. Und Simmons kriegst du ja so oder so. Ja, stimmt. Yes. Das stimmt. Immerhin gibt's dafür 10 Münzen. Wahnsinn. Es sind ja nur noch 1,5 Runden. Ach, danke. Ach, so ein dreister Sack. Ich habe Spaß in The Cube. Das wollte ich euch nur wissen lassen. Du hattest. Und da ist er wieder. Hi. Also eigentlich kann ich mir nebenbei eine Pizza backen oder so. Du kommst weil eh nicht eh nix. Verdrängungswettbewerb. Oder ich mache einen Kuchen. Was weiß ich, irgendwie sowas. Gegner aus dem Spielfeld buxieren. Halte diesen scheiß unnötigen Knopf gedrückt, um Kraft okay. anzusammeln und dann lass los, um mit Karacho in deine Kontrahenten hineinzurollen. Ja, yeah, okay, mach mal das mal. Das kannst du den ganzen Frust raus. Stell mir mal vor, dass ihr alle bei ND-Cube arbeitet. Ich stell dir vor, ich hab die Goldröhre bekommen. Komm, Peach, du bist stärker als Monty. Kann ich eigentlich noch irgendwie von dem letzten Platz wegkommen? Nee, ne? Nee. Nee. Na, ist doch scheißegal. Aber du hast viel Geld. Die letzte Runde bricht an. Frage ist, ob ich das noch erreichen werde, weil dieser scheiß Bowser Junior mit so einem blöden Giftpilz reingedrückt hat. Bin gespannt, ja. Wow! Wow. Ah, okay, so läuft es hier. Ja. Vom Einfeld. Ich würde ja jetzt sogar freiwillig drauf landen, ne? Aber ich darf ja nicht. Jetzt frage ich mich, ob man damit die Wirkung des Giftpilzes aufheben kann. Nein, kann man nicht. Okay. Ja, eigentlich ist Peach-Würfel das einzige Sinnvolle. Ja, ist so. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Dann brauchst du aber die 6. Oder? 4. Nee, das reicht nicht. Ach, Peach. Ach so, oder? Nee, das reicht nicht. 6, nein. Unfassbar, wegen einem Ding, Peach. Wieder kurz vorm Stern. Kann ich nicht so einen Extrazug bekommen oder so? Och, nee, ne. Jetzt kriege ich die 10. Nein, nicht mal jetzt. Ach komm. Naja, ich lege es an und dann, weiß ich nicht, in 10 Jahren bin ich dann halt Inselbesitzer oder so. Ja. Yes.
Ja, also Bowser Jr. hat auf jeden Fall gewonnen. Anders geht's ja auch gar nicht. Senkrecht halten. Nein, es heißt senkrecht halten. Du darfst nicht so traurig klingen, du musst emotionslos klingen. Ich bin nicht traurig, ich bin einfach nur schockiert darüber, wie beschissen das ist. Start! Jetzt war ich echt schlecht. Eine Sekunde schneller warst du echt. Ende. Gewonnen. Waagrecht halten. Ihr seid sicher alle gespannt, wie das ausgegangen ist. Ja, voll. Gucken wir mal. Erstmal zu den Bonussternen. Ja, mit deinem Yes liegst du nicht so falsch. Mal gucken. Wir vergeben den Gruppenbonus. Ist das euer Ernst? Die Partner sind so schon overpowered ja, genug und dann es gibt auch noch einen extra Stern dafür. Was noch mehr pusht. Außer dich. Mach das alleine zu Ende. Danke fürs Ansehen des Parts. Ich melde mich in einem Monat wieder. Yes, okay, danke. Mach mir jetzt einen Cocktail. Ciao. Ey, du weißt doch noch gar nicht, was es noch Bonusstern gibt. Und welches ist wohl der zweite Bonus, den ich verkünden darf? Ja, Flitzerbonus. Der Flitzerbonus geht an der am meisten gelaufen ist. Und rate mal, wer ihn nicht bekommt. Diesen Bonus erhält der Spieler, der die meisten Felder gezogen ist. Dieser Bonus geht an Bowser Jr. So weit, so gut. Und nun, wer hat gewonnen? Trommelwirbel. Diesmal geht der Sieg an... Bowser Jr., ja, wer hätte das gedacht? Glückwunsch! Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Schauen wir uns mal die Statistiken an. Also mit 9 Sternen, klar. Konnte man ihn nicht aufholen, aber wie gesagt, das Brett triefte nur so von Betrug. Schauen wir uns mal die Details an. Ja, das meiste Geld hatte natürlich er, aber halt nicht die meisten Sterne. Minispiele, ja, Minispielmünzen auch er. Die meisten Felder. Oh Gott, er ist da 24 Felder in den ganzen Runden gelaufen, das gibt's doch einfach nicht. Einen Moment, ich muss ihn holen und ihm das zeigen. Jetzt gibt es hier die Live-Reaction auf die Anzahl der Felder, die er gelaufen ist. Ich schätze 25. Nein, das sogar drunter. 24. Wie viel? 24 Felder noch. Ja. Ja, okay. Ist okay, das merke ich mir. Okay, gut, so. Gibt es sonst noch hier irgendwelche Unklarheiten? Zeig mir noch diesen Graph. Ach so, ja, warte mal, diese Grafik. Ja, gut. Ja. Ja. Ja, schön, schön. Dann sehen wir uns das nächste Mal bei einem anderen Spielmodus wieder, bei dem Dekub hoffentlich mehr Grips bewiesen hat. Schade. Aber ja, die ersten 3 Maps waren spaßig. Die halt nicht. So ist es halt. Bis zum nächsten Mal. Weißt du, der zweite...
stellen wir einen Flitzerstern. Weißt du, was du? Ich hab's gehört. Das ist noch ein größerer Schlag in deine Fresse. Ich hab's gehört. Oh, da gibt's diesen tollen Edelstein. Wenigstens kann ich den entgegennehmen, obwohl ich völlig verkackt habe. Du hast alle Spielbretter von Mario Party abgeschlossen. Ich muss fast weinen vor Rührung. Oh, ich erst. Durchhaltevermögen trotz größter Hindernisse. Mhm. Ja, kann man so sagen. Das ist ein Beweis wahrer Beharrlichkeit. Zum Lohn verleihe ich dir das Beharrlichkeitsjuwel. Es leuchtet, als wenn Flammen darin lodern. Die Flammen von Wut. Es brennt hier auch. Und zwar richtig heiß. Juwel erhalten. Juwel erhalten. Du brauchst noch 4 Juwelen, bis du sie alle hast. Leg dich ins Zeug, um ein Superstar zu werden. Yeah. Glückwunsch. Dankeschön. Den Spruch, den er dann wahrscheinlich von sich ablässt, wenn du alles gesammelt hast, ist: Alle Juwelen erhalten. Ja, da irgend so ein Schmarrn. Ja. Bravo, das war fantastisch. Und es hat so viel Spaß gemacht. So viel. Kamex, vertrackter Turm, ist geschafft, juhu! Ja, verkackter Turm. Ja, stimmt, so werde ich die Map ab jetzt nennen. Du hast das Beharrlichkeitsjuwel erhalten. Oh nein, das ist noch nicht mal vergolden, das Emblem da oben, weil wir die Party nicht gewonnen haben. Also weder echt? Du noch ich, ja. Oh. Hast du gesehen? Wir müssen es nochmal spielen. Oh Gott, no! Wir müssen es nochmal spielen, aber natürlich off-cam. Na, lass mich doch jetzt in den Modus. Ich will es nochmal kurz zeigen. Hier, ist alles Gold, bis auf der Kamex. Das ist die größte Strafe, die man in D-Cube machen konnte. So, kleine Nachbesprechung an dieser Stelle. Ich hoffe, alle konnten wunderbar über mich lachen und haben den Part genossen, auch wenn natürlich sehr viel Rage vorhanden war. Ja, ich spreche das hier jetzt 2 Tage nach dieser Folge ein, damit es keine emotionale Handlung ist, sag ich mal. Und ich wollte einfach nochmal den Party-Modus generell ein bisschen bewerten mit Pro und Contra. Natürlich nicht in einem Review-Rahmen, aber alle Dinge, positiv wie negativ, die mir aufgefallen sind, möchte ich hier nochmal kurz ansprechen. Es wird natürlich ganz am Ende des LPs während der Credits auch nochmal eine ausführlichere Bewertungen geben zu allen Spielmodi und auch ein Score, aber der Party-Modus ist ja so ziemlich der wichtigste und deswegen möchte ich hier einfach nochmal alles so ein bisschen zusammenfassen. Und damit beginnen wir, denn ich bin der Meinung, dass die Bretter generell alle viel zu klein sind, leider. Und es gibt halt leider Gottes auch nur relativ wenige Events. Also damit meine ich solche Sachen wie jetzt in der 2. Map. Das mit der Spitzhacke und dem Gold, ja, wo du Geld bekommen kannst. Da gab es auf den früheren Brettern in anderen Mario Partys sehr viel mehr. Gut, die Bretter waren natürlich auch größer, aber hier in Super Mario Party gibt es so ziemlich nur ein Event pro Brett und das ist ein bisschen mager. Was ich ebenfalls nicht verstehen kann, ist, dass es 2 Itemläden gibt, die ein festes Angebot haben und dann auch noch in so gut wie allen Fällen nah beieinander liegen. Ja, anstatt dass man diese beiden Shops wenigstens aufteilt, liegen sie nah beieinander, sodass man in einer Runde doch allen Ernstes sogar an beiden Itemläden vorbeikommen kann. Muss ich nicht verstehen, oder? Und das feste Angebot ist halt ein großes Problem, weil der eine Itemladen dann so gut wie irrelevant ist und der andere ist gut besucht, weil er halt ständig Sternröhre und solche Sachen im Angebot hat. Welche im Übrigen viel zu günstig ist. Aber das gilt für alle Items. Ein normaler Pilz 3 Münzen, das kriegt jeder zusammen. Ein Goldpilz 5. Dann die Sternröhre 10. Absolut alles in diesem Spiel ist zu günstig. Auch der Stern mit 10 Münzen. Anfangs dachte ich noch, okay, wenn die Bretter kleiner sind, dann geht das schon klar mit den 10 Münzen pro Stern. Wäre vielleicht auch so gewesen, würde man es nicht belohnen, in Minispielen zu verlieren. Ja, man bekommt ja sogar fürs Verlieren bis zu 4 Münzen. Muss ich, glaube ich, wirklich nicht erklären, warum das eine dumme Idee ist, weil dadurch einfach ein Ungleichgewicht
entsteht. Klar, sie möchten Spieler bei Laune halten und klar, sie möchten auch eine möglichst große Zielgruppe erreichen und so kriegst du sie halt, weil das Ganze extrem verkasualisiert ist, aber da leidet leider das Spielgeschehen drunter. Es gibt so gut wie nie Geldmangel, erst recht nicht auf der letzten Map, die wir gerade gespielt haben. Ich glaube, da muss ich auch nicht erklären, wieso. 10 Münzen pro blaues Feld, WTF und sogar von Anfang an plus 6. Durch ein einziges blaues Feld kannst du theoretisch schon einen Stern kaufen, wenn er nur 5 Münzen kostet. Das ist halt ultra lächerlich. Und dann musst du noch bei einem Minigame verlieren und dann kannst du 2 Sterne kaufen, theoretisch. Ne? Merkst du selber, dass das einfach nur dumm ist. Schade. Aber dennoch möchte ich sagen, dass die Minispiele allesamt, bis auf wenige Ausnahmen, eigentlich ganz gut sind, obwohl keines davon richtig anspruchsvoll ist. Ja, wenn man sich jetzt mal die alten Minigames anguckt, aus den Mario Partys 1 bis 8 oder meinetwegen auch bis 10 sogar, dann waren die wirklich anspruchsvoller, weil einfach mehr Knöpfe genutzt wurden, es musste mehr getan werden, um zu siegen. Und jetzt ist es alles sehr, sehr basic und minimalistisch. Macht zwar trotzdem irgendwo Spaß, aber ja, umhauen tun jetzt die wenigsten. Wenn überhaupt, dann nur die, die die Features des HD-Rumblings und somit der Switch nutzen. Aber der Rest, ja, ist halt wirklich sehr, sehr basic. Und das läuft halt wieder darauf raus, dass sie, wie gesagt, so gut wie jeden mit diesem Spiel ansprechen wollen, damit jeder irgendwo Spaß hat. Und gerade die Neulinge werden natürlich auch nicht merken, dass das Spiel bei weitem weniger anspruchsvoll ist als die alten Teile. Die Bewegungssteuerung ist mir ja mal negativ, mal positiv aufgefallen. Das möchte ich mal ausklammern, da ich die Kommentare gepostet bekommen habe, dass bei jedem neuen Bewegungsminispiel natürlich erstmal bestätigt werden muss, dass es losgeht. Ich dachte, das wäre unnötig, aber genau in diesem Moment wird der Controller kalibriert und dann kommt es natürlich darauf an, dass man ihn richtig hält. Weil diese Position nimmt der Joy-Con dann als gerade. Und wenn man den natürlich nicht ganz gerade hält oder so, wie man das eben soll, senkrecht, waagrecht, je nachdem, dann kann die Bewegungssteuerung beeinträchtigt sein. Und ich will natürlich nicht ausschließen, dass wir es nicht, oder ich kann nicht ausschließen, dass wir es nicht immer richtig gehalten haben. Von daher kann es beim ein oder anderen Minispiel auch an uns gelegen haben, dass es nicht funktionierte. Das müssen wir einfach nochmal eingehend testen. Deswegen, ja, Bewegungssteuerung klammern wir mal aus. Ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Wird bestimmt funktionieren, nur man muss halt auch das Ganze richtig halten. Was ich noch sehr, 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 sehr krass kritisieren muss, ist, dass die Sternposition recht häufig nahe an der Stelle ist, an der der Stern zuvor war. Das gab es in alten Mario Partys auch manchmal, aber meistens nur ein einziges Mal. Also mir fallen ein paar Bretter ein, wo der Stern relativ nah beieinander war, bei den alten großen Mario Partys, aber nur an dieser einen Stelle. Und hier in Super Mario Party kann das einfach so ziemlich beim jeden zweiten Sternentausch passieren. Wir haben es ja gerade auf der dritten Map gesehen, wo er teilweise dreimal hintereinander auf derselben Insel war und nur wenige Felder geswitcht ist. Das geht halt einfach gar nicht. Ne? Und das wäre auch so super easy von NDCube gewesen, da einfach einen Algorithmus zu schaffen, der erkennt, okay, ich war jetzt gerade auf dieser Insel, ich gehe jetzt meinetwegen nur zu 50% nochmal auf diese Insel. Und wenn das dann passiert ist, dann muss der Algorithmus aber sagen, okay, jetzt musst du definitiv die Insel wechseln. So, ganz einfach. Und es gibt sogar noch ein Sternenfeld auf der Meloneninsel, was wir gar nicht bekommen haben, obwohl wir, glaube ich, da die meisten Sterne gesammelt haben. Also da merkt man halt einfach, dass das einfach mega dämlich programmiert wurde. Und leider das Brett dadurch auch sehr viel an Wert verliert, weil an sich ist es meiner Meinung nach das Beste, es ist das Schönste, es ist das Größte, es hat ein cooles System mit den Röhren und so. Hab jetzt aber auch schon mehrfach in den Kommentaren gelesen, dass wir wohl ziemlich krasses Pech hatten. Bei anderen soll es nicht so schlimm gewesen sein. Gut, das kann sein, aber wie gesagt, dann hätte NDCube das auch einfach besser programmieren müssen. Wenn es einmal vorkommt, dass der Stern also zweimal an einer Insel ist, okay, aber mehrfach, nee, du, wirklich nicht. Das darf einfach nicht sein. Genau dasselbe mit den 3 Sternen in den letzten 3 Runden und dann kriegt der Letztplatzierte eine Röhre und kann quasi sofort auf den ersten Platz geschossen werden, weil ich meine, auf dem 4. Brett hat man einfach keinen Geldmangel. Wer da die 3 Sterne nicht kaufen kann, ja, weiß auch nicht. Ich habe das ja gerade auch nochmal nachgespielt, damit wir den goldenen Kamek oben im Menü haben
auf 10 Runden und obwohl ich alle NPCs auf normal gestellt habe und die Party quasi dominiert hatte, wurde es nochmal ultra knapp, weil selbst bei den 10 Runden der Letztplatzierte die Röhre erhält und 3 Sterne kaufen kann. Selbst bei 10 Runden, wo 3 Sterne eigentlich den Sieg bedeuten müssen. Also da hat man einfach überhaupt nicht nachgedacht auf diesem Brett und es ist auch deutlich das kleinste und ja, damit leider auch lameste. Hätte man hier ein bisschen mehr Grips bewiesen, dann wäre auch das vierte Brett cool, aber meiner Ansicht nach ist es einfach scheiße. Natürlich könnt ihr eine andere Meinung haben, aber das ist meine Analyse und meine Meinung. Ebenso sehe ich so, dass die Partner eigentlich eine coole Idee sind, aber es geht halt sehr viel Taktik verloren, wenn sie einfach immer mitwürfeln und du nicht sagen kannst, hey, lass mal, ich will jetzt unbedingt auf dieses Feld landen. Das ist halt echt doof. Auch, dass man sie nicht verlieren kann scheinbar, wie es eigentlich in Star Rush noch war, ist eher suboptimal, weil wenn du ihn einmal an der Backe hast, dann bleibt das eben bis Partyende so. Und sie sind halt schon krass overpowered. Also ich, am Anfang dachte ich noch, okay, es gibt Vor- und Nachteile, aber im Endeffekt muss ich sagen, sie sind zu 80% overpowered. Sie helfen dir in Minispielen, zumindest in einigen. Und es gibt ja sogar, wie wir jetzt gerade gesehen haben, auch noch einen Bonusstern dafür. Ich hasse Bonussterne, die eigentlich nicht verdient sind. Sowas wie, wer ist am häufigsten auf einem Pechfeld gelandet? Das hat keinen Bonusstern verdient. Und genauso wenig hat es auch keinen Bonusstern verdient, wenn die meisten Partner hat. Weil derjenige sowieso schon die gesamte Party im Vorteil ist. Warum muss das noch mit einem Extrastern belohnt werden? Ich check's nicht. Ach, apropos Extrasterne. Dass sie die Bonuskisten, also die versteckten Blöcke, wieder mit an Bord haben, finde ich eigentlich gut. Aber dann hätte man sich dieses Roulette sparen können, weil das impliziert halt einfach, okay, du kannst dir was bewirken, drück einfach einen Knopf und wenn du es richtig getimed hast, kriegst du den Stern. Ist aber nicht so. Es entscheidet das Spiel, ob du Münzen oder Sterne kriegst. Was auch okay ist, denn so war es in der Vergangenheit auch. Aber dann ist dieses Roulette einfach komplett unnötig. Selbige Sicht habe ich auf die Charakterwürfel, die an sich auch eine tolle Idee sind, aber ebenfalls viel zu unausgeglichen. Man hat es ja sehr gut am Ende bei Donkey Kong gesehen, wobei ich da auch wirklich unfassbares Pech hatte. An sich ist Donkey Kong wohl ein beliebter und overpowerter Char in Super Mario Party, aber halt nicht auf diesem Brett und nicht, wenn man so viel Pech hat wie ich. Immer nur Nuller oder die 5 Münzen und selbst wenn ich auf den normalen Würfel gewechselt habe, nur Einser gewürfelt. Ja, also es war schon ein bisschen verflucht, aber ich finde, das war ein sehr gutes Beispiel dafür, warum diese Charakterwürfel sehr unausgeglichen sind. Wenn man sich jetzt beispielsweise mal Peach anschaut, die hat einen der besten Würfel meiner Meinung nach. Damit kommst du immer einige Felder voran. Das ist ganz nice. Da hätte einfach ein bisschen mehr Balancing stattfinden müssen. Immerhin sind alle Bretter wirklich sehr schön designt. Ich mag die Details, ich mag die Grafik generell. Und wie ich bereits sagte, vor allem das dritte Brett ist einfach nur schön. Was auch sehr, sehr positiv ist, ist die Tatsache, dass man jetzt auf der Karte genau sieht, wo man landen würde an einer Weggabelung. Also man muss nicht mehr nervig abzählen, man sieht es sofort. Es werden einem sogar immer die Runden und die Felder bis zum Stern eingeblendet. Hier hat man wirklich gute Arbeit geleistet. Auch die Ansicht, während sich die Charaktere bewegen, mag ich eigentlich. Die Kamerafahrten sind alle ganz cool. Und die Charaktere sehen auch ziemlich schön aus, bis auf Donkey Kong, da hat man zu wenig Arbeit reingesteckt, leider. Und das ist auch für Switch-Verhältnisse absolut indiskutabel. Weiterhin die netten Details zwischen den Charakteren sind eine coole Sache. Also beispielsweise, wenn jetzt man auf einem Partnerfeld landet und Mario und Bowser sich zusammentun, dann gibt es da ein paar coole Kommentare, weil die beiden ja nicht die besten Freunde sind, aber jetzt zusammenarbeiten müssen. Oder auch Bowser Jr. und Bowser, dass er ihn halt Papa nennt. Das ist schön, da haben sie drauf geachtet und ist auch gut so. Eher weniger gefallen hat mir die Musik, das wirkte eher wie ein Gedudel. Maximal auf dem zweiten Brett war sie eigentlich ganz cool, aber sonst nothing special bis schlecht. Und ich glaube nicht, dass ich das sage, aber mir fehlt sogar das Mirakelfeld. Weil Mirakel einfach ja, zu Mario Party dazugehört, es zerstört Freundschaften, es ist das schlimmste Brett von allen, aber trotzdem gehört es einfach dazu. Ich glaube, beim Ultra-Pechfeld gibt es einige Elemente von Mirakel noch drin, aber wäre halt schön, wenn es dabei wäre und wenn es nur ein Feld pro Brett ist.
Abschließend möchte ich sagen, dass der Party-Modus von Super Mario Party der beste ist, den DCube jemals geschaffen hat. Deutlich besser als alles, was sich auf dem 3DS abgespielt hat, aber auch alles, was man in Mario Party 9 oder in der Amiibo Party von Mario Party 10 bekommen hat. Es ist im Grunde solide, aber weist halt doch einige kleinere und vor allem Balancing-Schwächen auf. Die Hudson Mario Partys bleiben unerreicht, aber es ist auf jeden Fall ein großer und wichtiger Schritt in die richtige Richtung getan worden. Ich hoffe, dass man sich die Fehler, die man hier gemacht hat, einfach nochmal anguckt und in Zukunft dann das Ganze besser macht. Ich bin mal positiv gestimmt und hoffe, dass die Zukunft mit einem Mario Party 12 noch rosiger sein wird. Wir glauben an euch, in DCube. Ihr könnt es schaffen!